Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash News heute. Heute wird es richtig interessant, denn ich habe für euch noch eine Schlagzeile rausgesucht rund um Claudia Obert und Max Suhr. Vielleicht erinnert ihr euch, vor einigen Tagen haben wir über die Schwubi-Loop-Trockenübungen von dem sehr ungleichen Paar berichtet und haben da auch schon festgestellt, irgendwas ist doch komisch zwischen den beiden. Die Liebe darf wachsen und blühen, egal wo. Alles ist in Ordnung, solange es legal ist. Und das ist es ja bei Claudia Obert und Max Suhr. Deswegen darf man die Liebe auch, bin ich der Meinung, nicht verurteilen. Aber nun überraschte Max Suhr mit einem doch, wie ich fand, sehr heftigen Interview. Das war mir so nicht bekannt. Darüber reden wir heute. Denkt bitte dran, ich befinde mich ja aktuell noch im Urlaub. Das heißt, dieses Video ist vorgedreht, aber ich bin in wenigen Tagen hier wieder zurück in alter Frische und dann wieder mit zwei Videos am Tag, morgens um 8 zum ersten Kaffee und um 14 Uhr mit den aktuellen Trash News. Hier aber trotzdem etwas, was ihr definitiv wissen sollte, denn ich glaube, heute ist Dienstag, denn heute geht das Sommerhaus der Stars weiter und wir werden ja auch womöglich Claudia Obert und Max Suhr noch einmal sehen, meine Lieben. Deswegen, wir ziehen einmal rüber zur Schlagzeile. Das solltet ihr wirklich nicht verpassen. Und zwar eine Schlagzeile vom Prisma, von der Prisma, von Annika Schmidt. Und sie schrieb am 18.09., also wie gesagt schon einige Tage her, ein Interview, wo ich aber sage, die Aussage ist für meine Betrachtung auf die beiden dann doch schon sehr entscheidend. Und zwar, Sommerhaus der Stars, Max Suhr überrascht mit krasser Aussage über Claudia Obert. Und hier sehen wir die beiden, Max Suhr 25 Jahre alt und Claudia Obert 61. Man könnte meinen, dass der Altersunterschied hier das große Thema ist. Und wir fangen mal an zu lesen. Die Schlagzeilen um Claudia Obert und ihrem Freund reißen nicht ab. Besonders viel Spaß hat das Sommerhaus der Stars-Paar an krawalligen Auftritten und Provokationen. Nun hat Max Suhr mit einer Aussage über seine Freundin für große Überraschung gesorgt und dabei ein krasses Geständnis abgelegt. Provokationen, Partys und Promille. Seit dem Sommer letzten Jahres ist Claudia Obert mit dem jungen Hamburger zusammen. Ob intime Details aus ihrer Beziehung oder wilde Partys mit Stripperinnen, das Sommerhaus der Stars-Paar lässt es gerne in aller Öffentlichkeit krachen. Immer wieder wird gemunkelt, der 25-Jährige will aus ihrer Beziehung nur Kapital schlagen. Dem entgingen die beiden mit offenherzigen Auftritten und Hochzeitsplänen. Auch ein Tattoo hat sich Max Suhr mit ihren Kosenamen Spicy Senorita und Max Maus ins Knie stechen lassen. Zitat Ende. Und ja, das ist auch das, was ich seit letzter Woche, seitdem ich über das Sommerhaus der Stars ja auch ab und zu mal gesprochen habe, auch immer wieder beobachte. Das sind natürlich die Vorurteile und die großen Fragen, die das Paar aufwerfen. Hier ist natürlich der große Altersunterschied, was für viele Menschen eher ungewöhnlich ist, das, was für großen Gesprächsstoff sorgt. Ich habe es ja schon am Anfang des Videos gesagt, die Liebe ist nicht kontrollierbar und wenn man hier einen Altersunterschied hat, ist das aus meiner Sicht völlig legitim, solange es sich in einem legalen Bereich bewegt. Das ist ja hier der Fall, von daher werde ich das nicht verurteilen und darüber auch nicht urteilen, das ist jedem selbst überlassen. Aber natürlich, die Menschen sprechen drüber und hinterfragen das denn auch und dann wird hier den beiden bzw. Maxu eine gewisse Geldgier bzw. Kapital herausschlagende Eigenschaft nachgesagt. Wir gucken mal weiter. Sogar ein gemeinsames Kind wünschen sich Max Suhr und seine 61-jährige Freundin. Dafür besuchten die beiden bereits eine Kinderwunschklinik und veröffentlichten das überraschende Ergebnis. Ich war in den letzten 10 Jahren mit keinem Mann so lange zusammen wie mit Max, verriet die Skandalnudel im Interview mit RTL. Auch Max Suhr bestätigt ihre gute Partnerschaft mit dem Kommentar Beziehungsstatus geil. Kritik an ihrer außergewöhnlichen Beziehung scheint an den beiden abzuprallen. Ist es also doch Liebe zwischen Claudia Obert und Max Suhr? Zitat Ende. Und jetzt kommt es nämlich gleich, worauf ich hinaus will, nämlich über das überraschende Geständnis. Und das ist dann schon heftig und wird den ein oder anderen kritischen Zuhörer hier auch jetzt wirklich verwundern.
Und zwar im Interview mit Prisma plaudert Max Suhr über seine wahren Absichten mit Claudia Obert und machte ein überraschendes Geständnis. Dabei verriet der 25-Jährige, was passieren müsste, um sich von seiner Spicy Senorita zu trennen. Uns könnte ein Asteroid auseinanderbringen oder wenn Claudia in eine Pleite rauscht, gab es die knallharte Antwort von Max Suhr. Dann wurde der Hamburger noch deutlicher, wenig Geld, wenig Interesse. Für Claudia Obert scheint es allerdings normal zu sein, für ihre junge Lover viel Geld auszugeben. Noch vor ihrer Liebelei mit Max Suhr bezahlte die Unternehmerin viel Geld für Callboys. Ich habe ihnen mir mal ein ganzes Wochenende gegönnt für 5000 Euro, schmunzelte die 61-Jährige im Interview mit Bild. Mit Claudia Obert und Max Suhr wird das diesjährige Sommerhaus der Stars zu einem echten TV-Highlight. Puh, heftige Aussage. Ich glaube, viele von euch sind jetzt ein bisschen überrascht oder sagen, nö, war ja von vornherein klar. Auf jeden Fall scheint dann doch Max Suhr mit offenen Karten zu spielen und zu sagen, yo, in erster Linie bin ich mit Claudia Obert zusammen wegen dem Geld. Oder aber die Aussage ist einfach falsch interpretiert worden, sondern nach dem Motto, unsere Liebe kann nur eines auseinanderbringen, nämlich entweder wenn ein Asteroid uns trifft oder aber wenn Claudia Obert pleite ist. Und beides kann ja eh nicht passieren, weil es völlig absurd ist, dass unsere Liebe nicht echt ist. So könnte man das auch deuten, wenn man hier die Wahrheit im Schüchternen vermutet. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher und ich kann auch gar nicht mit Klarheit sagen, ist diese Liebe echt oder nicht. Dazu habe ich beide noch nie live irgendwie gesehen oder kennengelernt, um das ein bisschen zu deuten. Viele haben ja auch vermutet, weil sich Max die Lippen immer abwischt, wenn die beiden sich geküsst haben, dass es ihm unangenehm ist, von Claudia geküsst zu werden. In einem RTL-Interview hat das aber Max widerlegt. Er wurde da direkt drauf angesprochen und er hat gesagt, nee, das liegt daran, dass Claudia immer sehr viel Lippenstift auf ihren Lippen trägt und deswegen wischt er sich das immer ab, damit er halt nicht rumläuft wie ein Clown. Und Tatsache war das in der ersten Sommerhaus der Stars-Folge auch wirklich so, die beiden haben da ordentlich rumgemacht und entsprechend sah er dann auch aus, als ob er ein großes Glas rote Beete getrunken hat. Meine Lieben, also aus meiner Sicht schon eine sehr krasse Aussage, die man relativ schnell in eine Schublade einsortieren kann, wenn man sie nicht genauer hinterfragt. Hier hätte ich mir vielleicht von Prisma nochmal gewünscht, da nochmal genauer drauf einzugehen. Oder aber es ist einfach wirklich so einfach, wie es Max gesagt hat. Yo, sobald Claudia keine Kohle mehr hat, bin ich auch weg. Ich genieße mein Leben an ihrer Seite, um hier daraus ordentlich Profit zu schlagen und halt auch mir ein bisschen, ja, was dazu zu verdienen. Er arbeitet ja auch für Claudia Obert und ich bin mir auch ganz sicher, dass Max so zu 100% von dieser Partnerschaft profitiert. Ob das aber nun der Treibstoff ist, der die Liebe vorantreibt oder aber, dass es da noch andere Dinge gibt, von denen wir hier eigentlich nichts wissen, das kann ich euch auch nicht sagen. Aber vielleicht finden wir es heraus in der nächsten Folge, das Sommerhaus der Stars auf RTL. Folge 2 sollte, wenn meine Planung meiner Berichterstattung hier im Urlaub richtig funktioniert, morgen soweit sein. Und dann werdet ihr auch von mir morgen so eine kleine Übersicht bekommen. Zumindest das, was ich als Trash-Highlight bezeichne, werde ich morgen mit euch besprechen. Wollen wir mal gucken. Ich verabschiede mich jetzt. Dieser Kanal befindet sich ja aktuell noch im Urlaub, aber nur noch wenige Tage. Dann gibt es hier wieder 2 Videos morgens um 8 zum ersten Kaffee und um 14 Uhr mit den neuesten Trash-News. Ich freue mich sehr auf euch. Bis dahin alles mit Liebe und euch einen schönen Start in den Tag. Macht es gut. Ciao.